Müssen wir uns in Runde 1 und 2 ein bisschen Energie aufbewahren. Tränke vielleicht, wenn möglich, zum Schluss einsetzen. Das war klar, dass wir es nicht beim ersten Anhieb, nicht beim zweiten Versuch schaffen. Aber ich habe einen Plan. Ja, ich muss zugucken, für die dritte Phase habe ich schon so ein bisschen mit Wissen im Workflow nachgeguckt. Ich hoffe, ich habe die Tränke noch dabei. Ich wollte Möglichst nur keinen Schaden kriegen jetzt hier. Ja, ich bin trocken, alle beide. Das war nicht mein Plan. Schweig! Das war schlecht. In der Stille hält, können wir zu hauen. Jetzt diese Phasen des Clown-Wetzens, genau jetzt. Wir haben das nicht getroffen. Oh verdammt. Warum wollte ich keinen Schaden kriegen? Können wir den sehr recht viel kriegen, also stimme ich bloß sehr viel ab. Stimme ich gerade wirklich gut ab. Von vorne Krieg ist dann natürlich gar nicht zu erreichen. Schon finden. Ach, verdammt, ich kassiere viel zu viel Schaden. Ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Ich habe das erste bis zweite Mal schon besser angestellt. Ich wollte gerade sagen, ich überspringe mal, wenn es recht ist. Ist nicht recht. Einen Trafen muss ich dann schon mal einsetzen. Welchen? Und drauf. Nicht schlecht. Ausweichen, rollen, rollen, rollen. Möglichst nicht treffen lassen. Roll, roll. Nein! Und drauf! Weg, weg, weg! Ach, das ist blöd! Ausweichen! Energie! Leute, da ist drauf. Verdammt. Und drauf jetzt. Müssen wir ihn noch treffen.
Rollen, rollen, rollen. Da ist er. Nächste Phase. Nur springen ist wohl nicht. Zwischen die ganzen. Fingerstrecken. Bah, widerlich. Vampire. Mal herausfinden, ob der auch irgendwie, ob der abhaut. Sie wird das nix. Wenn er hier noch rumläuft. Die Blasen nicht besiegt. Der Tank geht immer noch auf. Ich denke, die Blasen sind die drei Blasen, die müssen zerstört werden. Jetzt lädt er sich wieder auf. Ablenken. Weglocken und dann drauf. Genau so geht's. Einzelne Schnitzer. Er wird operiert. Oh verdammt, ich stecke fest. Systematisch, ganz in Ruhe. Okay. Die nächste Tumorzelle. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. So nicht. Nein! Verdammt! Weglocken ihn! Und drauf! Nein, 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 nein! Krank jetzt! Das Ausweichen der Rolle. Das ist hier Gold wert. Schlaf und weg. Er wird auch schwächer dadurch. Okay. Jetzt haben wir noch eine Blase. Stimmt, eine große Schleimerei, wenn wir dann hier. Ja, die haben zerplatzt haben. Ist verblutig. Er kann uns eigentlich fast gar nichts umrollen. Das haben wir gleich. Wie weg. Oha.
so geht's. Dampier ist tot. Fantastischer Bosskampf. Fantastisches Ende. Das war's mit ihm. Was habe ich gesagt? 45 Minuten? Du den Rest. Überlasse mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Bring's zu Ende. Er ist zu Ende, wo es bedroht. Ja, wenn das kein Bosskampf war. Uff. Ich meine, wir hatten auch schon härtere Bosskämpfe. Ich habe Lachen verschluckt. Ja, aber der war nicht übel. Zwei Wochen später. Huch! Was für ein umwerfendes Ensemble! Wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das Sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem. Und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Zeremonien, Medaillen für Tugenden, das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten,
dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber Ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Vielleicht war Detlef selbst das letzte Opfer. Und wir waren der Verstrickung. Das wäre eine Lösung. Das wäre eine komplett legitime Lösung für also aus Dianas Perspektive ist er der Herzlose und das wäre eine komplette Veränderung. Da ist ihr Plan 100%ig aufgegangen. Aber gut, lass uns nachforschen. Warum nicht? Ich meine, warum nicht? Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los, wir sind doch hier fertig. Ich schon. Ja, es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Ab in die Gosse. Dann machen wir einen Kampf und jemand zerfetzt das Kleid. Das Kleid. Die Kleidung. Das Gewand, die Kleidung. Das Kleid. Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, vier. Einer pro Brief. Nur vier? Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten zwei verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal, mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Woher hatten Sie die Briefe? Gefunden? Zugesteckt gekriegt? Weiß ich nicht. Sie kamen einfach, gaben mir einen Brief und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Das wird nur bestimmt in den Medien gemeint.
Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Also wir gehen nicht besser mit den Sauberkleidern. Bei den Wunden des Propheten. Ein Hexer. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein anständiges Viertel. Wir wollen hier keine Penner. Meine Herren, wir müssen doch nicht ausfallend werden. Bewahren wir Ruhe. Die Ruhe ist genau das, was ihr hier stört. Ihr rumtreibt... Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Das dürfte nicht schwer werden. Wäre mein Geist nicht so billig wie mein Fleisch schwach ist. Noch ein letzter Kampf in Oski-Uniform. Na schön, ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen, ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Aha. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten.
Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Brief, der das fünfte Opfer enthüllt. Lass mich raten. Verdammt. Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Aha. Verstanden nun. Wer ist denn das jetzt Opfer? Die Herzogin. Aha. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. Deswegen herzlos war die. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Ja. Zuerst vier scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Es wäre fast passiert. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Da gibt's einige. Neid, Machtgier, einige Motivation. Natürliche Neigung zum Bösen. Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Obwohl dann natürlich ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ohne Belohnung. Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Danke, Scheune, für dein Glück. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Treffen wir uns, wenn es vorbei ist? Ich nehme an, du willst Sianna lieber nicht wiedersehen. Darin liegst du richtig. Ich warte in Merla Chaiselongue mit einem heißen Alraunenschnaps auf dich. Scheiße. Sprich mit Sianna. Okay, wir haben jetzt hier also noch ein paar Zwischenquests, bevor wir zur Abschlusszeremonie gehen. Na du? So. Das ist ein ganz schön langer Weg hinauf. Da spazieren wir durch die Straßen der Nacht. Da haben wir den Turm schon. Der Schein kann trügen,
Ja, hier ist ein Block doch schon hochgerannt. Wir hätten die auch mit Pferd hochreiten können. Das wäre auch schön, das wäre auch episch gewesen. Aber zu Fuß geht's auch. Geralt ist auch gut zu Fuß. Aha. Abgeschlossen. Ich nehme mit hier. Müsste doch irgendwo einen Schlüssel geben. Halt! Ich muss dringend mit Sienna sprechen. In welcher Sache?